will Kelvins Kopf. Scheiße. Peace, Leute, was geht ab? Ich bin's Marvin. Das ist Kelvin. Oh, Leute, bevor es mit dem Video losgeht, ihr wisst Bescheid, am 1.6. droppt unsere neue Kollektion. Hashtag Glocke aktiv. Richtig fresh. Und Leute, zu jeder Bestellung bekommt ihr eine nagelneue, von uns persönlich unterschriebene Autogrammkarte dazu. Deswegen greift zu. Ihr werdet auch noch in den nächsten Videos sehen, wie wir die ganzen Autogrammkarten persönlich unterschreiben. Deswegen freut euch drauf. Yes, Samstag. Das ist jetzt in 4 Tagen. Macht euch bereit. Hier in Hologramm-Design. Extrem limitiert. Sowas hatten wir noch nie und gab es noch nie. Checkt es auf jeden Fall ab. Die sind streng limitiert. Es gibt nicht viele davon. Deswegen seid die Ersten um Punkt 0 Uhr, wenn ihr die Ersten sein wollt. Samstags, 1.6. Punkt 0 Uhr sind die draußen. Auf jeden Fall. Es gibt T-Shirts und Hoodies. Und Longtees gibt es natürlich auch. Yes. Erster Link in der Beschreibung, prankbros-shop.de. Wow. Alter. Ey, neben dem Buddha. Guck mal, neben dem Buddha. Boah. Was ist für eine Grenze gebrochen? Ey, was geht ab? Ey. Verarsch mich nicht. Alter. Digga, was ist Psycho? Ist doch hier Chucky, die Mörderpuppe oder was ist das? Ist das Chucky? Digga, das hab ich. Was macht die Puppe was hier? Geht ab? Geht ab. Alter. Oh, das sieht gruselig aus. Guck mal. Bah. Hey, Digga. Was ist das? Was ist das? Time to play. Hey. Zeit zu spielen? Was? You know what they say. You just can't keep a good guy down. Ja, wer will uns hier verarschen? Wer will uns hier verarschen, Mann? Was geht ab? Was ist denn, was ist hier los, Mann? Woher kommt die Puppe? Ich weiß nicht, ist da irgendwas? Lass mal gucken, ey. Hä? Warum lass ich mal abchecken? Geht's mir in die Taschen? Ist da irgendwas? Ey, hier in der Brusttasche. Da ist irgendwas. Was ist das? Zettel. Oh nein, Alter. Mein Name ist Chucky und ich will spielen. Was soll das jetzt bedeuten? Was heißt das denn jetzt? Wenn ich der Nächste, der spielen will. Hey, Junge, was soll der Scheiße mit diesem Puppen, Alter? Gar keinen Bock auf die. Hat doch schon mit dem Game Master gereicht, ne? Was ist das ja, jetzt reicht schon mit so Sachen, Alter. Schmeiß die mal weg, Alter. Komm, Karton jetzt. Nö, Junge. Weg damit. Tu dir ein. Ja, schmeiß mal weg. Verbrenner. Ja, wir tun die später, Verbrenner. Ja. Reicht. Okay. Leute, reicht komplett mit diesen Sachen hier, Alter. Immer diese komischen Dinger. Immer diese Gestalten, die spielen wollen, ne? Ja, Mann, ey. Das schon genug Spiele hier gemacht. Ja, ist so. Ja, auf jeden Fall, Leute. Leute, eigentlich wollten wir heute die Pause-Challenge Teil 2 drehen. Der erste Teil hat euch ja richtig gut gefallen. Genau. Es gibt die Pause-Challenge Teil 2 und ich würde sagen, also wer darf anfangen, Pause zu drücken? Schnick, Schnack, Schnuck, wie immer. Okay. Schnick, Schnack, Schnuck. Dann werde ich anfangen dürfen. Du darfst anfangen, den ganzen Tag über, also in jeder Alltagssituation oder sonst was, darfst du Pause drücken bei genau. mir. Und dann werde ich mal die Fernbedienung holen. Ja, gönn dir. Willst du gleich anfangen, oder was? Nein! Der hat was in der Hand. Der hat ein Messer in der Hand. Warte. Der hat ein Messer in der Hand, Mann. Ey. Mit Psycho. Schneid die weg. Warte, das ist gerade echt ekelhaft. Warum? Wow! Du Scheiße. Hat mich das geschnitten? Scheiße. Ja. Das ist echt Wasser. Oh, das ist scharf. Hey, check durch. Ey, das Messer ist wirklich scharf, Mann. Ist das echt? Auf jeden Fall ist es scharf. Ist sehr leicht. Aber es ist scharf, Mann. Oh, das. Nein, das ist aber. Du bist am Fuß. Was? Das ist ein Messer geschnitten. Oh. Oh. Ey, diese. Ah. Als ich gerade weggetreten habe. Der ist so gefährlich, Stefan. Hat er mich geschnitten? Ey, ist gefährlich, das Ding. Warte, ist das jetzt Spaß oder Ernst? Guck mal hier. Der hat da immer noch was drin. Ey, das ist noch ein Zettel. Was steht da drin, ey? Ich bin gespannt. Was steht da? Ich will Kelvins Kopf. Scheiße!
Scheiße! Wow! Wie, mein Kopf nimmst du? Dein Kopf? Ich weiß nicht, ob ich lachen soll oder ob ich in die Hosen scheißen soll. Alter, was geht da? Hier, hey, mein Kopf. Was sollen wir mit der Puppe machen? Das ist kein Spaß mehr, du hast dich auch geschnitten. Ja, was sollen wir damit machen? Leute, was sollen wir mit der Puppe machen? Ich hab ein bisschen Angst vor der, Alter. Wir haben hier eben da reingemacht, Mann. Junge, ich blute hier am Fuß, Alter. Das ist kein Spaß mehr. Wo sollen wir die? Ich will die in Blickkontakt haben, nicht, dass sie wieder weg ist. Wir dürfen nicht ungewiss irgendwo hinschießen, dann ist sie ja wieder frei danach. Ja, nimm die jetzt. Wir müssen den. Wir müssen die am besten irgendwo bewachen, wo wir die bewachen können. Ja, wo denn? Das ist eine gute Frage. Auf jeden Fall kriegt der nicht in meinen Kopf. Ja, nicht in mein Zimmer, Alter. Tu ja. In dein Zimmer, Junge. Ich will, Mann. Hier, bei dir, Mann. Oder was hier? Ist bei mir? Wir ketten den irgendwo an, so ein allgemein hier so im Flur oder so. Ja. Ach ja, wir können den anketten. Wir müssen den anketten. Okay. Achso, ja, haben wir ein Seil? Wir haben kein Seil, oder? Oder? Panzertape. Panzertape. Okay. Ja, Mann. Sehr gut. Ja, Junge. Boah. Klappe. Okay, hol Panzertape. Wo sind... einfach an den Boden hier. Am Boden festmachen. Komm, tu die da dran. Dass wir das immer schön beobachten können. Ja. Guck mal, dein Kopf, ey. Genau. So. Dein Messer kannst du auch direkt tapen. Ja, yes, das will ich direkt hier. Ja. Da dürfte der eigentlich jetzt nicht wegkommen. Wenn er da jetzt noch, komm, eins noch. Einmal noch die Beine. Also wenn er da jetzt reinkommt, das würden wir auch hören vor allem, ne? Ja. Ist auch sehr gut. So, Leute. Okay. So, mal sicher gehen. Gucken wir mal. Ja. Also. Gut. Ich kann mal seinen Kopf noch wieder auf. Komische Puppe, Alter. Okay. Also, wir haben jetzt die Kontrolle. Ich hab jetzt ein bisschen die Lust verloren für die Pause-Challenge, ja, Alter. Irgendwie. Sollen wir das auf morgen verschieben, ja, lieber? Weil man macht sich Sorgen, dass er wieder abhaut. Ich muss erstmal gucken, in die Gewissheit haben, dass er hier auch bleibt. Okay. Verschieben wir auf morgen, Andrea. Ja, Leute, falls das damit passiert, halten wir euch auf dem Laufenden. Ansonsten bleibt ihr jetzt erstmal da. Genau. Dann ja, sehen wir uns vielleicht morgen bei der Pause-Challenge wieder, Leute. Sehen wir uns, Leute, morgen. Okay, Leute, irgendwie will ich mir den Tag jetzt nicht vermiesen lassen durch diese Puppe. Auf jeden Fall, ich frage mal Kelvin, ob der doch noch Bock hat zu drehen. Okay, die Puppe ist noch hier, alles gut. Ne, kleiner Mann. Ey. Ey. Hm? Lass mal doch mal drehen, oder? Lass mal doch drehen. Wieder motiviert? Ja. Als ob wir uns jetzt durch diese Puppe diesen Tag vermiesen lassen. Ist auch blöd, einen Drehtag ausfallen zu lassen. Ja, unnötig. Inaktiv ist man sonst. Okay. Ja, okay, also du noch zusammen rauf und durchziehen. Hm? Ah ja, ich habe ja angefangen mit der Fernbedienung, ja, ne? Du darfst anfangen auf jeden Fall. Okay, dann holen wir die Fernbedienung. Also, ja, du kannst dann kommen, wann du willst, den Tag über, ne? Okay, ich werde dich beobachten, alles klar. Werde ich auf jeden Fall hart hochnehmen. Du hast gesehen, ich werde dich richtig hart hochnehmen. In ja, nochmal. Unangenehmste Situation. Ja, ja, komm. Ist okay. Okay, dann Fernbedienung jetzt erstmal holen und dann geht's direkt. Also, beziehungsweise, ich behalte dich im Auge, hol mir gleich die Fernbedienung. Und ja, Puppe liegt noch da? Ja, die liegt noch da. Alles entspannt. Ich hole dir die Fernbedienung, dann kannst du irgendwann kommen, wann du willst, okay? Okay, dann. So. Was ist? Hä? Was sagst du? Ey, die Puppe ist weg. Wo ist sie, Mann? Oh, hinter dir! Hinter dir! Hey! Oh! 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 Hey! Ah! Er hat mich geschnitten, glaube ich. Oh! Hey! Du blutest, Mann. Scheiße. Hey, wie hat der das gemacht? Ja, was geht da? Junge, diese Puppe, Mann. Ey, Marv, das ist kein Spaß mehr. Ey, hat dir das Messer gerade fallen lassen? Wir dürfen ihn nie wieder aus den Augen lassen. Warte, da unten. Ist das das Messer? Alter, der hat mich am Kopf geschnitten. Oh mein Gott. Ey. Hier ist was. Ist er noch? Alles gut? Ja, es tut weh. Scheiße. Da ist ein Taschentuch. Wir müssen das desinfizieren. Warte, ja, Mann, ich geb dir was. Mittel du das bitte. Ich geb dir erstmal ein Taschentuch. Halt das dann fest. Ja. Warte. Nie wieder aus dem Auge. Ja, halt das erstmal drauf. Das halt das drauf. Fest draufhalten, damit es nicht hier verblutet. Da war noch ein Zettel oder was? Ja, hier ist noch ein Zettel drin. Wo ist der? Hä? Hey. Mach mal auf. Oh, shit. Spielt heute um 3 Uhr nachts mit mir. Verstecken. Alter. Oh nein. Ey, ich will nicht um 3 Uhr nachts hier mit der Puppe verstecken spielen. Dieses Gesicht dann, niemals. Ey, es reicht mir schon, um tagsüber hier mit dem klarzukommen, Mann. Was sollen wir denn 3 Uhr nachts noch mit dem machen? Ey, Scheiße. Aber was, wenn wir es nicht machen, ey?
Chef, wir machen das nicht, dann passiert noch Schlimmeres. Leute, gebt mal einen fetten Daumen hoch. Jetzt schnell einen Daumen hoch. Wenn wir um 3 Uhr nachts mit der Puppe Verstecken spielen sollen, dann kommt das direkt heute Nacht. Das machen wir dann heute Nacht direkt. Weiß nicht, was sonst passiert. Ey, wir müssen die Puppe jetzt neben uns stellen und die nicht aus den Augen behalten. Ja, also hoffen, dass wir den Augenwinkel sehen, weißt du? Ja, wenn wir das um 3 Uhr nachts machen sollen, Leute, gebt einen Daumen hoch, dann stellen wir die neben uns und beobachten die ganze Zeit, dass sie nichts macht. Genau, auch bis um 3 Uhr nachts. Wenn wir essen gehen, wenn wir auf Klo gehen, einer muss immer die Puppe nehmen. Ja. Der will meinen Kopf und der hat mich auch im Kopf verletzt, ey. Leute, schreibt in die Kommentare, was würdet ihr machen und Daumen hoch, wenn wir das machen sollen. Also Leute, wenn viele Daumen hoch sind, dann machen wir es direkt heute Nacht, kommt dann direkt online. Und ansonsten würde ich sagen, ciao. Bis zum nächsten Video.